Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder mal ein Blutdruckmessgerät, und zwar genauer gesagt ein Oberarm-Blutdruckmessgerät vom Hersteller Hilogy. Da habe ich ja schon einige Geräte vorgestellt. Ja, hierbei handelt es sich wie gesagt auch um ein Blutdruckmessgerät, bei diesem es aber leider keine Datum- und keine Uhrzeitangabe gibt, was ich eigentlich schon sehr schade finde. Dennoch gefällt mir auch das Design und so und die Bedienung. Das große Display zeige ich euch auch gleich. Das gefällt mir und deswegen möchte ich euch jetzt trotzdem hier kurz ein Video vorstellen. Ich würde sagen, direkt nach dem Intro fangen wir damit an. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Ja, das Modell ist hier, wie ihr sehen könnt, MDH131. Ich werde das Ganze auf jeden Fall unter dem Video auch direkt verlinken für euch, damit ihr es sehen könnt, wo es das zu kaufen gibt. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Verpackung hier. Die lege ich einfach mal zur Seite, weil ich habe das Gerät hier natürlich auch schon draußen. Hier haben wir dann unser Blutdruckmessgerät. Ihr seht, das ist in einem schwarzen Ton gehalten, aus Kunststoff, was sich aber recht hochwertig anfühlt. Unten haben wir so Gummifüße, wo das Ganze sich nicht verrutschen kann, sage ich mal. Dann haben wir hier unsere einzelnen Bedienelemente. Einmal hier die Set-Taste, Start und Stop und hier die Memory-Taste. Ihr könnt hier zwei Benutzer auswählen und jeweils 90 Speicherplätze pro Nutzer abspeichern. Also 90 Messungen pro Nutzer könnt ihr abspeichern, was eigentlich recht viel ist. Wir haben hier unten das Batteriefach. Ihr bekommt sogar Batterien mitgeliefert. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz nett von denen. Ja, hier links auf der Seite haben wir den Anschluss für unsere Blutdruckmanschette, sage ich mal. Die schaut hier so aus. Ihr habt hier die Größenangabe von 22 bis 42 cm Oberarmumfang, sage ich mal. Und hier seht ihr auch nochmal L. Das Ganze wird ganz einfach hier links angeschlossen, was eigentlich logisch ist. So, das war's auch schon. Es ist auch beweglich, so dass ihr das auch da drehen könnt oder dahin drehen könnt, wie ihr halt das gerade braucht. Und ja, schalten wir mal einfach das Gerät hier kurz ein. Wir sehen jetzt hier mal eine Messung. Ja, ich habe hier einen hohen zweiten Wert hier, diesen diastolischen Wert, der ist bei mir recht hoch. Das habe ich auch schon länger. Und hier haben wir oben auch den systolischen Wert. Ich glaube, es heißt systolischer Wert. Sorry, wenn ich das jetzt hier falsch sage. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier unten dann unseren Puls. Hier rechts könnt ihr dann das Ergebnis sehen. Außerdem seht ihr hier oben auch den Nutzer 1, der hier gerade, oder diese Messung gehört zum Nutzer 1, sage ich mal, zu mir. Nutzer 2, die Frau oder was auch immer, wer auch immer. Ja, das könnt ihr dann so für euch festlegen. Das Ganze ist auf jeden Fall in farblich gehalten. Ihr habt hier auch eine Einschätzung, dass der Blutdruck nicht so toll ist wie bei mir hier. Rot wäre noch schlechter, grün wäre auf jeden Fall im grünen Bereich also. Und das wäre auf jeden Fall für euch vorteilhafter als jetzt hier bei mir. Ihr könnt hier bei der Set-Taste, indem ihr die hält, könnt ihr dann zwischen dem ersten und dem zweiten wechseln. Ich muss jetzt hier erst einmal hier raus, so. Und jetzt könnt ihr hier, indem ihr hier hält, ich komme ein bisschen näher ran. Jetzt können wir hier, Moment, das war jetzt falsch. So, und mit der Mem-Taste könnt ihr jetzt hier zwischen Nutzer 1 und Nutzer 2 wechseln. Das Ganze bestätigt ihr dann nochmal mit Set. Hier auch nochmal. Und dann könnt ihr eigentlich schon mit der Messung anfangen. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Probemessung.
Wobei mein Blutdruck bestimmt etwas erhöht ist. Auch wie gesagt, der zweite Wert ist bei mir auch nicht so toll. Anlegen ist auch ganz einfach. Ihr habt hier auch ein Bild, was euch zeigt, wie das drauf gemacht wird. Ich mache das mal kurz drauf. So, ich habe jetzt die Manschette mal hier angelegt und ich starte jetzt einfach mal die Messung. Dabei soll man auch nicht reden natürlich, deswegen werde ich hier auch jetzt ganz kurz ruhig sein, solange die Messung durchgeführt wird. So, ich starte jetzt einfach mal die Messung. Wie gesagt, ich darf da jetzt nicht reden, sonst könnte auch die Messung verfälscht werden. Und einfach mal go. So, ihr seht hier auch den Blutdruck, auch das Messen ging relativ schnell. Und ja, schauen wir uns kurz nochmal das Ergebnis hier an. 136 zu 91, wie gesagt, mein zweiter ist immer etwas hoch, aber wenn ich jetzt hier gerade mal die Beispielbild hier sehe, 128 zu 86, dann bin ich ja eigentlich gar nicht weit entfernt nach dem ihren Bild hier. Aber ihr seht auch hier, was ich gemeint habe vorher noch mit grüner Bereich, roter Bereich, wo man dann auf jeden Fall den Arzt kontaktieren sollte. Das habe ich auch schon gemacht, aber ich muss da noch ein bisschen warten, hat der Arzt gesagt, dass wir da im Moment noch nichts machen wollen. Aber gut, also wie gesagt, das Gerät misst auf jeden Fall gut. Also ihr habt gerade auch gesehen, es arbeitet auch sehr schnell, ist auch nicht sehr laut. Es gibt auch einen Ton, also beim Puls, bei der Wiedergabe eures Pulses. Und ja, ihr seht auch, es schaltet sich automatisch ab, wenn ihr nichts macht. Das spart natürlich Batterie. Was aber auch noch ganz cool ist, will ich euch kurz zeigen. Und zwar könnt ihr das Gerät hier auch mit einer Powerbank verwenden, wenn ihr möchtet. Oder irgendwo direkt eine Steckdose anschließen und auch dort drin lassen. Dann braucht ihr auch keine Batterien mehr. Also ist auf jeden Fall cool. Also USB-Typ C, Respekt. Das haben viele Handys oder Smartphones nicht einmal. Aber hier das Messgerät hat das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die Bedienung ist super einfach. Was mir auf jeden Fall gefehlt hat, war einfach die Datum- und Uhrzeitanzeige, was ich sehr schade finde. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es jedes Gerät hat, hat es wohl nicht. Nichtsdestotrotz hat es auf jeden Fall ein schickes Design. Es misst gut, ist nicht allzu groß. Ihr könnt hier sehen, das Display war auch recht gut zum Ablesen. Und ich bin trotzdem auf jeden Fall zufrieden damit, auch mit den Messergebnissen, auch wenn man wieder misst oder auch bei anderen Leuten, die ihren Blutdruck kennen, haben mir versichert, dass es auf jeden Fall in der Richtung stimmt. Ja, ihr habt natürlich auch noch eine Bedienungsanleitung. Das gehört sich auch bei jedem Produkt, dass das auch dabei ist. Das war es eigentlich auch schon vom Blutdruckmessgerät. Ja, vielen Dank noch an dieser Stelle fürs Zusehen, Leute. Und wie gesagt, ich verlinke das unten in die Beschreibung, wenn euch das Ganze gefallen hat, wo ihr es auch kaufen könnt, wenn ihr nicht unbedingt eine Datum- und Uhrzeitanzeige benötigt, sondern einfach nur zum Messen eures Blutdrucks, dann könnt ihr euch das gerne dort auch bestellen. Ja, wie gesagt, danke nochmal an dieser Stelle und schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar tolle, coole Sachen für euch aufnehmen und euch versuchen, diese zu erklären. Und seid gespannt, was noch alles so kommt. Ja, lasst ein Like da, ein Abo eventuell. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis demnächst. Ciao.